Ja, willkommen zurück zu unserem meisterlich gelösten Rätsel. Okay. Ein Bonus-Levelchen. Finde ich gut. Aber leider geben die kein Gold. Ha! Das sind schon wieder meine heißgeliebten Schützen. Oh, das Money. Oh mein Gott, das kann doch nur geil sein. Okay, also ein kleines Bonus-Levelchen in dem Spiel entdeckt. Geile Sache, muss ich sagen. Okay, das ist also nichts Besonderes. Sollte easy going durchgeschritten sein. Das ist ja wirklich kein Problem hier. Hier sind so viele Massen an Monstern. Oh, doch klar, die Kombo gerade noch so erwischt. Da haben wir ein Schlüsselchen. Aber bloß sie sterben, ja. Wahrscheinlich kann man das nur einmalig machen und dann gebe ich doch lieber ein bisschen mehr Mana aus. Anstatt hier zu sterben und dass ich komme, dass das Level nicht mehr durchgemacht habe. Wäre dann natürlich auch ärgerlich, ne? Mag ich einfach mal so zu behaupten. So, hier kommen wir aber nicht vorbei, da die Monster aber wieder neu spawnen. Also wir schrammen uns mal kurz hier rein. Zack und zack. Hier das mal 20 Gold etwa. Finde ich okay. Ganz passabel. So, ja, mal so viel Mana und so viel Lebensregeneration. Das ist ja fast unmöglich, das nicht zu schaffen hier. Als Warlock jedenfalls. Ich weiß gar nicht, was wie die anderen so aussehen. So, da haben wir wieder was Neues. Mana. Leben meine ich. Oh, ist das geiles Level. Geiles Level, muss ich sagen. So, haben wir nächsten Key. Und so relativ halbwegs gute Musik auch noch. Die chillt so ein bisschen rum. Nächste Combo. Ja, mal die ganzen Brüter kaputt machen. Ach du Scheiße, 51er Combo. Natürlich nicht bad. Ja, wie viele Monster ich hier töte, will ich überhaupt gar nicht wissen. Wahrscheinlich geht es aber auch in den Counter mit rein, hoffentlich. Steam-Erfolgscounter. Oh, da ist so viel Gold. I love the Warlock. Wow, so viele Monster kannst du gar nicht mit der Kombo hinterherkommen, hier so viele wie du tötest. Ich brauche ein bisschen Mana, aber ein bisschen wäre nicht schlecht. Da haben wir wieder was. Ha, die Schützen sind eigentlich nur das Problem. Ich weiß gar nicht, wie damit die machen hier. Aber, naja, kein Problem, wie gesagt. Nächster Golden Key. Mana-Kristall, Mana-Kristall. So much Leben, was man hier wieder bekommt. Auch durch meine Aura. Da ja wirklich dauerhaft Combo ist. Also, hier nicht in der Combo zu sein als Warlock, das geht schon mal gar nicht. Oh, da oben haben wir unten nochmal was. Money! Aber wieder, ist der, da haben wir schon die nächste Potion. Gut, dass ich die benutzt hatte. Found a strange plank. Okay, da war wieder so ein Holzstück, was ich schon mal oft gefunden hatte. Allerdings weiß ich nie, wozu das wirklich gut ist. Tja, falls ihr eine Ahnung habt, was das Ding bewirkt, vielleicht kann man damit Leute verprügeln. Ich weiß es nicht. Könnt das ja in die Kommentare schreiben. Whee! Oh mein Gott, macht das Spaß, aber ich habe keine Mana mehr. Da ist ja der neue Mana-Kristall. Ja, dann holen wir uns die doch einfach mal her. Ein 50er Kombo. 55. Halten wir die einfach mal hoch. 97er Kombo. Ah, 97er, kurz vor der 100 aufgehört. Scheiße. Ich wollte die 100er schaffen. Vielleicht gibt es ja dafür einen Erfolg. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Okay, und der letzte Schlüssel. Exit. Schade. Schönes Gold, was man hier bekommen hat. Da sind wir wieder am Anfang. Okay. Ich glaube, da hinten ging es aber noch weiter. Muss ich mal ganz fix gucken gehen. Oh mein Gott, was ein geiles Level. Oder?
Ging es da noch weiter? Gehen wir mal ganz fix gucken. Ansonsten. Ja, da unten ist das Teleport-Ding gewesen. Ich glaube, das war's. Ich habe den Schlüssel benutzt, um. Kommen hier noch Pfeile? Ja. Ich habe den Schlüssel benutzt, um da durchzukommen. Da dieses. Oh mein Gott. So much arrows. Ja, ich glaube, das war's. Dann können wir ja wieder nach oben laufen. Denn da war ja in der anderen Ebene noch mehr zu holen. Geile Sequenz, Alter, ohne Scheiß. Das hat mir ordentlich Gold gemacht. 17.700 Gold. Ah, hier unten war noch irgendwo ein Offense gewesen. Offense und Defense, da oben. Wie ich da hinkomme, weiß ich nicht. Aber erkunden wir einfach mal den Rest von Flur 11. Flur 12. Ist ja noch ein bisschen was zu tun. Auf der linkeren Seite. So, dann versuchen wir mal hier durchzukommen. Geht weg. Ach, ich habe jetzt so viel Gold, das stört mich nicht, wenn ich hier mal 20 Mal sterbe. Oh ne, hinter. Drei Magier, zwei Beschwörer. Da freut man sich doch als nicht unsterblicher. Geht weg, ihr scheiß Kugeln. Dodging Skills. Naja, unter mir waren ja die Arcane Tower. Das war, da war ja noch was gewesen. Und wieder massig Gold dazu. Ich bin ja richtig reich hier. Unfassbar. So, ihr kommt mal schön zu mir. Ich werde bestimmt nicht zu euch kommen. Scheiße, ich muss. Die hängen da fest. Habe ich auch kein Problem mit. Ja. Das ist natürlich irgendwo wieder so ein Kraterviech. Ich habe das Gefühl, er ist direkt unter mir. Ist er auch. Er kann nur irgendwo. Da unten ist er. Der Teleporter hat dir nicht viel gebracht. Mein Freundel. Ah, darunter komme ich nicht. Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Da muss ich mal kicken, wie man hier lang kommt. Oder wo man hier hinkommt. Okay, zu einem weiteren Monsterschlüssel. Da muss ich hin. Scheiße. Da muss ich tatsächlich an diesem Dreckskraton vorbei. Oh, Leute. Wie soll ich das denn bitte packen? Da muss ich von unten reinkommen. Hier wird das relativ unmöglich, habe ich das Gefühl. 1, 2, 3, Morn Tower bitte, Alter, what the fuck. Okay. Lass das ganze Geld noch mitnehmen. Ist ja auch nicht mehr so wenig hier. Das Ding ist aktiviert. So, dann kaufen wir uns mal ganz kurz fix neues Leben, wo auch immer der Typ war. Ich weiß es zwar nicht mehr, aber irgendwo werden wir den schon finden. Der war ja hier, glaube ich, auf der Ebene. Dann können wir uns einfach gleich mal 10 Leben kaufen oder so. Speichern wir mal hier. Da ist noch ein Leben. So, die Frage ist nur, wo ist der? Wo ist der Lebensverkäufer? Boost, da unten ist er. Ja, holen wir uns 15, 16 Leben. Okay, habe ich ein bisschen zu viel geklickt. Aber wie dem auch sei. Von unten muss ich rein. Das ist die falsche Ebene. Ein Stückchen nach oben. Fast in die Schlange reingelaufen. So, hier muss ich lang.
Muss die Arcane Tower nacheinander kaputt machen, irgendwie. Ja, freut mich natürlich, dass hier auch noch Magier dabei sind. Da habe ich echt kein Problem mit, aber naja, gut. Gut, wie mache ich das? Geht gar nicht. Wie soll ich denn wieder rankommen? Ich brauche nur Unbesiegbarkeitspotion. Um den kurz mal zu töten. I need an Invulnerable Potion oder wie auch immer die heißt. Und sonst komme ich da echt nicht lang. Mal, wir nutzen mal unsere Potion, oder? Braucht man die? Da. Temporary Protect from Damage. Kann ich nicht, wahrscheinlich weil das Ding noch voll ist. So, da. Also, Pink bedeutet also Invulnerable. Oh Gott, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Unbesiegbarkeitspotion. Diese englischen Wörter sind manchmal echt zum Kotzen. Da kann man also ganz gechillt dann durchlatschen. So, ich weiß aber nicht, wie lange das hält. Deswegen. Okay, ich hätte vielleicht nicht in einem scheiß Ding da stehen sollen. Aber sieht gut aus, ich kaufe mir trotzdem noch eine. Ich weiß gar nicht, wie teuer die ist. 223 ist ja wohl ein Witz, oder? Die werde ich ja wohl aufbringen können dafür, dass ich... 15, 20 Sekunden war ich unbesiegbar. Etwa. Kann man, denke ich mal, so schätzen. 15, 20 Sekunden. Ist eine akzeptable Zeit, definitiv. Jo. Und dann werde ich doch direkt gleich mal den Krater kaputt machen. Der ist nämlich ein bisschen stärker als das andere Viech. Vielleicht brauche ich die Potion überhaupt gar nicht. Doch, brauche ich. So. Sequence completed. Wo ist hier was passiert? Ah, ich keine Ahnung. Oh, das ist ein Leben. Danke. Das hat mir wenigstens schon mal mein Leben zurückgebracht, weil ich es gerade verloren hatte. Huh, Leute. Mein Gott. So eine Potion ist nicht übel. Kann man ganz fix speichern. Warum bin ich auf einmal so schnell? Ist ja total geil. Huch! Da muss man sich auf die Minimap und auf die auf das Ingame-Spiel konzentrieren. Ja, ist eine echt gute Frage. Was ist jetzt passiert? Irgendwo hier muss jetzt also neuer. Sag schon. Ah, mein Rücken tut weh. Nee. So läuft hier drei Kreise passieren, vier Kreise geschehen sein, irgendwo entstanden sein, wie auch immer. Wo man da dann es aktivieren muss und hast du nicht gesehen. Weiß ich noch nicht. Gehe ich also erstmal, ja, würde ich sagen, hau ich erstmal wieder nach einem Flur nach oben ab. Wenn ich weiß, wo der wieder ist. Huch. Haben wir vielleicht noch einen Geheimweg? Nö. Oh, wo ist der zweite Flur? Der Flur nach oben. Ich habe das Gefühl, ich bin echt schneller geworden. Vielleicht kommt mir das aber auch nur so vor. So, da geht's nach oben. Double Knees. Ah, ein bisschen Geld noch. Ich wollte mich jetzt nicht muten. Sonst vielleicht noch in die Stacheln reingelaufen. Gut. Ja. Ich habe, soweit ich weiß, alles aktiviert. Der Teleporter da unten. Ey, dieses Extra-Level war so geil. Ich will da nochmal rein. Mal schauen, ob wir da nochmal rein können oder ob das wirklich einmalig war. Weil das war echt nicht schlecht, das Level. Hat mir Spaß gemacht. Oh, da kann man sogar nochmal rein. Okay, schade. Ist
erledigt, hier ist keiner mehr drin. Ärgerlich, schade. Hat mir echt Spaß gemacht, wie gesagt. War cool. War nicht zu verachten. Hat gutes Geld gebracht, hat mir ein paar Leben gebracht. Und ja, massig Counter-Pushing vom Todescounter von den Viechern. Schade. Ich hätte es gerne nochmal gemacht, aber na gut. Dann auf nach draußen. Wieder zum Exit. Exit, einfach nur ein schwarzes Kästchen. Geil, ey. Hätte man ruhig auch noch ein bisschen farblich gestalten können. Da geht es aber irgendwie hin. Ich brauche da ein Knöpfchen oder so. Da kommt man nämlich nicht so ohne weiteres hin. Okay, also bevor wir weitermachen, im nächsten Part Hammerwatch und wir sehen uns dann gleich wieder.